Moin Leute, heute präsentiere ich euch das Präsentationstool 2. Es tut mir leid, dass, ja, ich hatte es irgendwie total vergessen, muss ich mal sagen am Anfang, dass die Präsentation, also der Screencast eigentlich letzte Woche kommen sollte. Aus irgendeinem Grund habe ich das verplant, aber das tut jetzt eigentlich nichts zur Sache, das steht nochmal alles nochmal im Blog-Eintrag. Gut, 2 wurde ja eigentlich schon im Video eigentlich alles gut schon erklärt. Naja, nicht vieles wurde wirklich erklärt. Vom General Study Kurs. Und ich möchte euch heute mal an unserer Präsentation, die wir machen sollten, mal zeigen, wie schnell und einfach man so eine Präsentation eigentlich gestalten kann. Dazu gehe ich mal zu unserer Geschichte des Döners. Die hatte meine Gruppe erstellt und ich öffne das mal kurz. Ja, das habe ich sogar schon offen, merke ich gerade. Tja. Erstmal sieht man sofort. Ja. Ich weiß nicht, wieso es gerade rüber geht. Lädt wohl heute ein bisschen länger alles. Man sieht zuerst erstmal, es ist alles sehr ordentlich strukturiert. Wenn man ein bisschen noch durchscrollt, hat man alles schön auf einen Überblick. Das ist eigentlich schon mal viel besser als eine PowerPoint-Präsentation, wo man durch jede einzelne Seite durchgliden muss und immer irgendwelche Effekte haben muss, damit es irgendwie toll aussieht. Aber hier kann man einfach mal ein bisschen durchscrollen, sich in Ruhe das durchlesen oder auch präsentieren kann man das. Texte kann man einfügen, Bilder kann man einfügen. Das geht alles sehr leicht, sogar Videos und sogar ein paar Twitter, also ein paar Tweets. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Und wie das geht, kann ich euch kurz zeigen. Hier links in den Karten kann man die Aussuche, ob man Text hinzufügen möchte, eine Überschrift, Bild, Videos, Tweet und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann man sich in Ruhe hier anschauen. Ich zeige euch nur mal kurz, wie ich jetzt zum Beispiel beim hier mir erstmal eine neue Überschrift hinzufüge. Zack. Die nenne ich jetzt einfach mal ganz einfach Test, weil mir was einfällt. Ich kann uns ja auch ein Hintergrundbild nehmen, das möchte ich jetzt aber erstmal nicht, denn braucht man nicht. Des Weiteren kann ich dann hier noch einen Text einfügen, eine Überschrift, ein Bild. Wenn ich jetzt ein Bild haben möchte, kann ich eine Beschreibung hinzufügen. Hier sehen Sie ein Bild. Und wenn ich ein Bild suchen möchte, dann klicke ich darauf, auf dieses Symbol. Dann wird links eigentlich die Suchleiste geladen. Kann ich leider nichts finden. Okay. Wo möchte ich suchen? Ich möchte eigentlich in Flickr suchen. Das müsste richtig sein. Okay. Das finde ich seltsam. Normalerweise. Ja, ich suche einfach mal nach Döner. Irgendwie gerade sehr komisch. Normalerweise geht das wirklich alles sehr, sehr schnell und braucht jetzt nicht so lange zum Laden. Ich weiß auch nicht gerade, woran das liegt. So, ich wollte jetzt einfach ein Bild hier haben. Ich nehme jetzt einfach das, klicke es an, gehe auf Hinzufügen und er fügt mir das Bild hinzu. Es geht wirklich sehr einfach. Das Gute ist auch daran, es wird sofort in der Präsentation umgesetzt. Man sieht sofort, hier steht Test. Und das Bild, was ich gerade hinzugefügt habe, noch nicht fertig geladen. Und hier sehen Sie ein Bild. Das ist natürlich nicht alles. Man kann ja auch, wie schon hier gesagt worden ist, noch Tweet hinzufügen. Ich muss gerade mal gucken, wie das nochmal ging. Ich muss auf jetzt mal, ja genau, hier auf Twitter gehen. Dann suche ich da jetzt nach, da hat man nach Döner gesucht. Hat das? Ich such's einfach nochmal. Ja, hat anscheinend. Und dann kann man sich ja auch irgendwas raussuchen, was man gerade dazu passt. Hier sind, sieht man gerade nur die vor kurzem, glaube ich.
oder die am meisten getwitterten Sachen, retweetete Sachen. So genau weiß ich's. Habe ich es nicht verstanden. Ich suche mal nach der Gerät. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute los? Tja, es ist wohl der Vorführeffekt. Irgendwie. Komisch. Normalerweise. Ja, und falls man. Ja, falls man irgendwas, was Bestimmtes haben möchte, kann man auch einen Link einfügen. Ja, das kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich weiß nicht, irgendwie klappt hier gerade das Suchen nicht, was ich echt schade finde, um das mal zu zeigen. Ich suche mal nach YouTube, vielleicht klappt das dann. Ich möchte mal den Döner-Song. Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach nur mal danach gesucht. Kann einfach rüberziehen, hier hin tun und somit ist es auch schon eingefügt und wie wir gleich sehen werden, ist es auch eingefügt. Also es geht auch mit den Tweets. Einfach nur suchen, rüberziehen, fertig. Man kann auch nach Links suchen. Das wollte ich nochmal ja, darstellen. Das werde ich auch, das kann man auch wieder löschen. Und zwar hier auf dem Mülleimer. Dann sage ich, ich möchte alles löschen, was da drin steht. Und weg ist es. Das ist gut, kann man auch gleich mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Man muss nur aufpassen, dass nicht jeder in einem Projekt rumvorstellt. Sollte schon jeder seine eigenen Abschnitte haben, wie der eine kümmert sich um zum Beispiel jetzt der Gerät oder Döner auf Twitter, etc., etc. Man kann sich dann noch verschiedene Designs aussuchen. Da will ich aber jetzt nicht rumfuchteln, weil ich glaube, da wird auch alles durcheinander geworfen, was man so hatte, glaube ich. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, weil es schon ein paar Wochen her ist, als ich das benutzt hatte, das Tool. Und hier kann man auch die Navigation aussuchen, ob man von oben nach unten scrollen möchte, von rechts nach links. Also, das kann man auch das. Wie man jetzt bei unseren von oben nach unten genommen. Ja. Suche gerade noch was anderes. Man kann natürlich auch Vorschau freigeben. Nee, halt, weg, stopp. Vorschau. Ich glaube, hier oben meine fehlt irgendwie sowas. Das weiß ich. Da war eben gerade war noch so eine andere. Da kann man mal sehen, welche Autoren hier ran gearbeitet haben. Und man kann da auch noch sehen, einfügen? Nee. Man kann ja auch da, dort sehen, den Link haben. Einen Link finden, mit dem man weiter verschicken kann. Und wenn andere diesen Link haben, können die selber an dieser Seite mitarbeiten. Natürlich, wenn man sie vorher registriert hat. Gut. Für mein Lernprojekt, das ist ja das Recherchieren. Nee, eher gesagt, die Vorbereitung auf die Modulprüfung für Rechnernetze, werde ich so das Tool natürlich nicht verwenden können, da das sich eher nur um ich muss keine Präsentation halten, sag ich mal so. Und da ich keine Präsentation halten muss oder irgendwas ähnliches, kann ich es leider nicht so nicht gebrauchen. Aber für die spätere Zukunft werde ich bestimmt sowas benutzen, wenn ich irgendwelche andere Präsentationen halten müsste. Vielleicht zum Beispiel bei uns wäre das im nächsten Semester für Informatik und Gesellschaft. Da kann man sich sowas gut denken. Denn es ist wirklich einfach, kompakt und schnell. Ja. Das wäre auch mein Fazit dafür. Also, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat und vielleicht für Präsentationen was Neues sucht, vielleicht was Außergewöhnliches, was noch nicht so viele kennen, dann kann ich euch zwei empfehlen. Gut, das wäre es von meiner Seite aus. Ich hoffe, obwohl es ein bisschen spät kam, hat euch der Beitrag so ein bisschen gefallen. Und wir hören uns oder sehen uns dann im nächsten Blog-Eintrag wieder. Bis dann und ciao.